Römische Piraten unter einem starken Anführer namens Flavius leben auf einer Insel im Norden. Flavius respektiert unsere Stärke, aber ich glaube nicht, dass er Angst vor uns hat. Und solange Remigius noch lebt, habe ich kein Interesse an einem Zwei-Fronten-Krieg. Ich habe deshalb die Insel zwischen Flavius und mir zur Sicherheitszone erklärt. Dort soll niemand siedeln. Ich würde mich sehr wundern, wenn Flavius sich nicht daran hielte, solange es ihm nützt. Der Feigling Remigius hat sich auf eine Insel im Nordwesten zurückgezogen. Die Ägypter unter Ramadamses siedeln östlich und unterstützen ihn. Hinter seiner Künstlermaske scheint Ramadamses ein listiger Fuchs zu sein. Er spielt Römer gegen Römer aus, ohne sich selbst allzu sehr anstrengen zu müssen. Und damit begrüße ich euch zu Die Siedler 3. Wir sind in Mission Nummer 3 der römischen Kampagne Nördliche Begegnungen. Und unsere Siegbedingung diesmal ist es: Zerschlagen Sie die Siedlung des Remigius RE und der Ägypter RA. Okay, also wieder praktisch alle unsere Feinde vernichten. Und verloren haben wir, wenn wir unseren Vorposten im Nordosten S2 verlieren, also diesen hier. Remigius hart auf den Fersen, sind sie nach Norden S1 vorgedrungen und stehen jetzt vor einer neuen Situation. Eine stark befestigte Pirateninsel P und eine schwache Siedlung des Remigius RE, der allerdings unter dem Schutz der weitentwickelten Ägypter RA unter Ramadamses steht. Sie müssen ihren Vorposten im Nordosten S2 halten und ausbauen, wenn sie hier klarkommen wollen. Um den Piraten ihren Friedenswillen zu zeigen, haben sie die Wüsteninsel W, in deren Schatten die Piraten leben, zur Sicherheitszone erklärt. Okay. Das heißt, da sollten wir wahrscheinlich auch nicht drauf siedeln oder so, nicht, dass noch die Piraten uns angreifen. Sie wissen ja jetzt, wie man mit Schiffen umgeht. Ihr Vorposten ist sehr knapp an Rohstoffen und ohne ihre Unterstützung bald ein Opfer der Ägypter. Okay. Auf geht's also wieder. Okay, muss ich mal kurz einen Überblick verschaffen. Wir haben auf jeden Fall hier schon mal ein bisschen Holzproduktion. Vielleicht erweitere ich die auch einfach schon mal um einen weiteren Holzfäller. Mal gucken, wo wir hier den hinbauen können. Vielleicht ist hier gar nicht so verkehrt. Und dann ist das auf jeden Fall schon mal fertig. Wir haben schon eine Eisenschmelze und eine Waffenschmiede, sehr gut. Ein Steinmetz. Und mehrere Minen. Also Gold, Kohle, Kohle, Kohle. Okay, haben wir den Geologen irgendwo? Haben wir überhaupt welche? Nein, haben wir nicht. Okay. Auch schon eine Goldschmelze und eine Waffenschmiede. Also hier steht auch schon einiges. Wir brauchen aber unbedingt Nahrungsmittel. Ich denke, ich baue als erstes hier mal tatsächlich ein Wohnhaus und eine Werft. Ich glaube, wir fangen mal mit der Werft an. Und wir brauchen Eisen. Sonst können wir nämlich keine Schiffe bauen. Okay, also erstmal die Werft. Die kommt mal hier hin. Wir brauchen eine Anlegestelle, die baue ich mal daneben. So. Und dann brauchen wir Eisen. Das heißt, ich brauche hier auch ein paar Geologen, die bilde ich mal aus. Nummer 2. Und suchen erstmal hier. Quoten sehen erstmal nicht so gut aus. Naja, vielleicht pegelt sich das ja noch ein bisschen ein. Vielleicht erstmal das. Vielleicht brauche ich noch eine Fischerhütte. Dass wir erstmal ein bisschen was an Nahrung haben. Hierhin. Dann brauche ich unbedingt ein Wohnhaus hier unten. Okay, was haben wir denn? Also wir haben auf jeden Fall schon ein bisschen Baumaterial. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Und ein paar Werkzeuge. Dann fangen wir doch mal an. Als erstes, also wir haben ein
Eine Axt und eine Säge. Dann bauen wir das doch mal als erstes. Bau die mal hier hin. Denk mal, tendenziell für später wird eher hier die Holzproduktion entstehen als hier unten. Deshalb baue ich den Holzfäller hier hin. Steinbruch. Sägewerk. Okay, hier haben wir schon Eisen. Sehr gut. Lass uns noch mal ein bisschen suchen, dann werde ich die Mine bauen. Und wir brauchen hier wieder unbedingt Pioniere. Aber ja, vorher brauche ich das Wohnhaus. Wir müssen auch hier irgendwie gucken, dass wir einen Holzfäller hinkriegen und dass dieses Waldstück hier wegkommt, dass da ein bisschen mehr Platz wird. Auch hier. Aber wir lassen die jetzt erstmal das aufbauen. So, wenn die Gebäude stehen, werden wir auch erstmal ein Wohnhaus bauen. Sollen wir gucken, wie viel Baumaterial da noch übrig ist. Und eventuell... Mal gucken, wir können ja mal ein bisschen erkunden mit unseren Soldaten. Mein Ziel ist es natürlich, wieder so ein bisschen das Ganze autark zu gestalten. Okay, und das nutzen wir doch und bauen eine Eisenmine. Okay, die Werft ist fertig. Dann erstmal den Bauplatz und machen jetzt als erstes ein Handelsschiff oder eine Fähre. Wir könnten ja auch ein paar Soldaten rüber schaffen, dass wir erstmal ein bisschen gesichert sind. Wir gehen mal aufs Handelsschiff erstmal, falls wir Werkzeug brauchen oder sonst irgendwas. Das hier ein bisschen ausbauen. Okay. Mal hier noch ein bisschen gucken. Auf jeden Fall müssen wir zu diesem Gebirge, das steht ja schon mal fest. Schon mal auskundschaften, wo der Ägypter ist. Der müsste ja irgendwo hier oben sein, aber irgendwo ist ja dieser auch wieder so eine Landenge wahrscheinlich. Mal vorsichtig. Hier, das könnte sie sein. Anlegestelle. Zielpunkt ist natürlich hier, hier drüben. Das hat irgendwie nicht geklappt. Jetzt. Natürlich ein bisschen weiterer Weg, wenn man jetzt hier hinten gebaut hätte zum Beispiel, wäre es kürzer, aber meine Güte. Wird schon klappen. So, wir stellen erstmal noch ein, dass der Fisch erstmal an alle verteilt wird. Okay, hier brauchen wir als erstes ein Wohnhaus. Sieht auch nicht mehr so praller aus. Unser Baumaterial. Dann werde ich wahrscheinlich tatsächlich erstmal ein kleines bauen. Das sind 7 Steine. Wie viel kostet das? Ich glaube, es waren 8 Steine. Nein, dann bauen wir jetzt hier.
Das ist halt fertig. Komm, wir bauen das mittlere. Und im Notfall reduziere ich jetzt, genau, wir haben wahrscheinlich hier nur noch 7 Steine, im Notfall reduziere ich jetzt die Anzahl der Träger, damit der Steinbruch erstmal besetzt wird. Oh Gott, wir haben nur eine Offensivkraft von 39. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, aber es sieht so aus. Ich denke mal, da sollte das doch jetzt klappen. Aber dann haben wir wenigstens gleich 30 neue Siedler und ich muss nicht ständig da neue Wohnhäuser bauen. Und der Fischer arbeitet ganz gut. Wir haben natürlich ziemlich viele Minen, die darüber jetzt versorgt werden müssen. 70. Das geht wahrscheinlich jetzt wirklich erstmal in die Werft, damit ist das gedeckt. Ich sammle mal meine Soldaten. Wir werden als nächstes die Fähre bauen, dass wir die alle darüber kriegen. Weil hier brauchen wir sie erstmal nicht. So, hier mal das. Dann Wohnhaus, wie sieht's aus? Baumaterial technisch erstmal nicht so pralle. Und dann gehen wir auch hier auf mittleres. Und dann brauche ich erstmal ein paar Pioniere, die mir den Weg hier ein bisschen bereiten. Ich schicke jetzt trotzdem mal die Soldaten los, mal gucken, wo es irgendwas gibt, was vielleicht als erstes eingenommen werden sollte. Hier ist ein Sumpf, der ist zum Beispiel uninteressant für uns. Obwohl habe ich eigentlich auch, ja, ich habe hier auch diese Menschen, die kann ich auch losschicken. Die Insel ist ja nicht allzu groß. Deck mal das hier noch auf, damit wir einmal wissen, wie es aussieht. So, das Handelsschiff ist fertig. Das ist doch ganz nett. Und ich denke, ich glaube, das verlagere ich mal nach da, dass wir hier ein bisschen Platz kriegen. Das könnte ganz gut geeignet sein für Getreidefarmen. Okay. Oh, hier ist Gold. Sehr schön. Dann such doch mal bitte hier weiter. Die Quoten sind ganz gut. Weil die Quoten hier sind unterirdisch. Unterirdisch. Wo bist du? Hier ist auf jeden Fall noch Stein, das ist gut. Jetzt mal gucken, ob mal hier die Getreide. Ah, alles irgendwie dürftig. Oder hier, vielleicht ist es besser hier. Kann man ja trotzdem schon mal eine bauen. Machen wir mal so. Hier wäre gut sicherlich für die Weinproduktion. So, jetzt müsste das sich eigentlich hier alles füllen. Ja. Okay, ich glaube, hier oben bräuchten wir noch ein paar Schaufeln und so, dass das alles ein bisschen schneller geht, aber ich baue jetzt erstmal Türme. Hier noch einen hin.
jetzt so ein Stück weiterlaufen. Du auch. Und dann gucken wir doch mal hier, ob hier der Ägypter schon auf uns wartet. Ein relativ breiter Weg. Hoppala, nee, du sollst mal weiterlaufen. Da war die Grenze schon. Oh, 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 oh. Warte mal hier, bitte. Was war das jetzt für eine Nachricht? Wahrscheinlich ist hier Gold, oder? Ja, das Gold wahrscheinlich. Es fehlt Kohle. Ich werde mal hier einstellen. 3 Schaufeln, 3 Hämmer. Ich werde dem das auch schon mal in Auftrag geben. Ja, zwar nicht wirklich was, aber ich hoffe, dass wenn ich jetzt hier anfange mit der Brotproduktion, dass wir dann da ein bisschen zügiger hinkommen. Dann bilden wir mal entsprechend Pioniere aus. Die lassen wir erstmal hier hin. Und dann werde ich wahrscheinlich einen Holzfäller mitbauen. Der kann erstmal den Teil hier wegräumen. Und dann müssen wir hier hin, damit wir nochmal Steinbruchhütten bauen können. Okay. Wir wagen uns mal vorsichtig hier rein. Ja, da sieht man jetzt schon die Architektur. Der Ägypter ist natürlich ein bisschen anders. Eine Fischerhütte. Okay, hier ist relativ viel Wüste. Und bisher sieht es aber nicht so spektakulär aus. Ist noch ein Wachturm, ja. Ja, Gold. Nee, ist jetzt erstmal nicht so relevant. Okay. Das kann weg. Damit kann der loslegen. Das finde ich gut. Hast du etwa den Turm angegriffen? Bist du denn verrückt? Lebensmüde. Ja, es hat auch schon einige stärkere Soldaten. Jo, mein Freund, dann kommst du jetzt mal bitte wieder. So, hier hat sich auch ein bisschen was getan. Sehr schön. Ich werde jetzt ein Forsthaus bauen. Wahrscheinlich hier. Und dann nochmal eine Holzfällerhütte. Da brauchen wir dann auch entsprechend das Material natürlich. Ne, nicht die Werft. Auf jeden Fall eine Axt. Und du kannst mal hier noch eine Axt mit dazu nehmen auf deine Liste. Machen wir es mal so. Oh, 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 was ist hier schon wieder? Weil du auch alles angreifen musst, oder?
Mann, führ doch einfach mal die Befehle aus, die man dir gibt. Ich hab den jetzt damit nicht irgendwie angefixt oder so. Sei gleich jetzt rüber stürmt, das wäre schlecht. Ah, okay, wir hatten schon eine Axt noch übrig. Dann wollen wir natürlich keine herstellen. Naja, stimmt, hier liegt ja ein ganzer Haufen. Nee, dann lassen wir das mal so. Hier brauchen wir eigentlich auch einen Holzfäller, der uns das einmal hier wegräumt. Machen wir nochmal 5. Wir sollen erstmal das hier einnehmen, dass wir hier eventuell noch eine Getreidefarm hinbekommen. Dann brauchen wir eigentlich nochmal ein Wohnhaus. Zusehen, dass das mit der Nahrungsmittelproduktion jetzt anläuft, richtig? So, das hatten wir ja jetzt alles. Ich gehe dann nochmal hier hin. Dann haben wir erstmal so ein bisschen groben Überblick. So, und hier brauchen wir nochmal ein paar Türme. Hier. So, du gehst auch erstmal hier drauf. Indem wir erstmal so ein bisschen begrenzen hier in der Ecke.